So, jetzt kann es weitergehen. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter. Du hast gesagt, die Kiste ist voll. Ach so, bist Also da gerade passt dran, jetzt ne? wirklich nicht mehr viel rein. Ja, ich hole was raus. Lass mich mal kurz ran. Okay. Oh ja, sehr gut. So, Seile craften. Zwei Sammelnetze. Pause machen ist echt super. Vor allem, wenn das Spiel dann weiterläuft. Zack, zack. Das Ding ist, ein Sammelnetz kann halt nur eine gewisse Anzahl aufsammeln und wenn du die nicht leer machst, dann sammelst du es einfach nicht weiter, dann geht alles dran vorbei. Ja. Ich bin die ganze Zeit nur hin, ja, hin, ja, hin, ja. Da kommt eine Insel auf uns zu. Es fehlt auch nur noch ein einziges Sammelnetz, ne? Was machen wir dann? Dann brauchen wir nicht mehr schwimmen, um die Sachen einzusammeln. Das ist sehr gut. So, hier können wir nochmal Palmblätter und Planken besorgen. Ups. Was? Plank? Hast du jetzt Plankenblätter gesagt? Habe ich das gesagt? Ich glaube schon. Ich war gerade nicht sicher. Ich musste gerade überlegen. Hat er jetzt Plankenblätter gesagt? Ich glaube, ich habe Palmblätter und Planken gesagt. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Okay. Gut. So, wo ist unser Floß? Hat das hier angelegt? Ja, ne? Ich hänge immer noch hier an der Ecke. Jo. Ich weiß noch nicht, ob das so gut ist. Müssen wir halt das Floß dann wieder ausrichten, so dass Dings, ne? Der Loot wieder richtig eingesammelt wird. Aber das kriegen wir schon hin. Das kriegen wir hin. Du kriegst das schon hin. Yes. So, Seile craften. Guck mal, hier ist auch noch ein Baum. Mango. Steinaxt kaputt. Na gut. Hallo. Können wir noch eine bauen? Ja, ne? Oder kann ich eine gute Axt bauen? Oh, vier Seile. Baue ich lieber eine Steinaxt. Ich brauche die Seile noch. Das ist clever. Wenn die Seile erstmal nicht mehr so wichtig sind, dann. Also wir haben jetzt schon 8 mitteilbaren. Sehr gut. Oh, da oben ist der Loot. Und aus Seetang macht man Glibber, ne? Ach du Heilige, wie kommt man denn dahin? Ich weiß, was wir als nächstes machen. Das war früher. Früher musste man das ganz am Anfang machen, weil sonst wäre man nie auf irgendeine Insel gekommen. Weißt du, was ich meine? Warte, warte, warte. Lass mich kurz überlegen. Nö. Ach, ein Anker. Nee, früher musste man sich immer diese Holzschrägen nach oben bauen. Weißt du, was ich meine? Dass man so eine Art Leiter hatte, womit man auf die Insel raufkommt. Entschuldigung. Entschuldigung. So, jetzt muss ich springen. Jetzt muss ich hier einen waghalsigen Sprung machen, um an den Hauptloot zu kommen. Ja. Ui, haufenweise Planken bekommen. Komme ich hier auch wieder zurück oder sterbe ich dann? Oh, das war knapp. Ananas. Guckt euch unser Floß an. Warte mal, F12. Screenshot. So. Nein, fehlt immer noch ein Seil. Haben wir hier An der bestimmt. Kiste.
Oh, 8 Seile. Geil. Tada. Ich glaube, das war jetzt alles. Soll ich mal anfangen, so drumherum vielleicht mal so ein paar noch zu setzen? Was meinst du? Hier solche Schwimmdinge. Floßbauteile. Wo denn? Du hast ja da vorne schon eins hingesetzt. Das hast du gemacht. Den hier meinst du? Hab ich das gemacht? Ja. Oh. Ich weiß halt nicht, so, wann das geschehen sein soll. Ich kümmere mich mal um das Segel. Ich hoffe mal, das Boot dreht sich jetzt nicht. Bitte dreh dich nicht, Boot. Ah, sieht gut aus. So, mal gucken, ob es jetzt klappt, sonst muss man nachher noch mal etwas korrigieren. Also Holz brauchen wir erstmal nicht. Ja, das ist gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit mehr Lagerraum craften, ja, oder? Ja. Wie macht man Scharniere? Mit Schrott wahrscheinlich, ne? Gute Frage. Schrott. Zack, zack. Nee. Dann braucht man... Was braucht man denn? Scharnier. Metallbarren. Oh mein Gott. So, da hinten kommt der neu gespawnt. In der Kiste neben der Schmiede. Hier. Hier. Oh ja, das ist gut. Oh, das ist aber hart. Oh, Planken. Planken haben wir. Hier, ne? Ja. So, wo möchten wir denn noch ein paar Lagerkisten haben? Ja. Hier, rund um die Schmiede, oder? Ja, mach ruhig daneben noch eine. So. Dann machen wir daraus eine Holzkiste. Guck mal, jetzt kommt der neue Loot. Jetzt kontrollieren wir mal. Links sieht gut aus. Ja, rechts sieht auch gut aus. Passt. Wir sammeln alles ein. Sehr geil. Schön. Das ist sehr schön. Schrott, Sand. Okay. Jasmin hüpft einfach dran vorbei. So, mal eben mein Inventar leeren. So. Jetzt können wir uns nochmal eindecken mit
sämtlichen Verbrauchsmaterial und dann könnten wir auch anfangen, richtig an den Inseln zu tauchen, ne? Mhm. Ja, so Metallerz ein bisschen abbauen. Ja, genau. So, jetzt kann man das Ganze ein bisschen entspannter angehen. Die Sammelnetze arbeiten. Wir müssen halt nur die Sammelnetze regelmäßig leer machen. Ja, Sand und Ton. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir vielleicht noch ein, zwei Schmieden bauen, oder? Ja, Ton haben wir 29, Sand haben wir 19 in der einen Kiste. Oh, okay. Wo denn? Hier in der zweiten. Da, Trockenziegel, Ton, Sand. Gut. Nasser Ziegel. Da, 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 da. Du blöder Hai. Mann. Was hat er gemacht? Ach, er hatte vorne was weggemacht, hab ich schon wieder dran gemacht. Okay. Ein Anker könnte man demnächst auch mal bauen, ne? Einen großen Anker, ja, stimmt. Ja. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Einfacher Bogen, den hätte ich auch bald mal gern. Was suche ich eigentlich? Vogelscheuche. Könntest auch eine Vogelscheuche bauen, ne? Stimmt. Ah, hier, eine Wasserflasche. Mit Kletterpflanzenglibber. So, was habe ich jetzt eigentlich gesucht? Eine Schmiede, eine Schmelze, guck hier. Schrott und Nägel. Nägel, Schrott. Guck mal hier. So sammelt man den Loot, ne? Richtig gekonnt. Yes. Es geht voran. Sehr cool. Warte mal. Ich guck mal eben. Holzdach, das ist das Ding. Nicht so anders. Geht das nicht mehr? Ach doch. Hier, so. Kennst du das? Warte. Ja. Dann kann man sich nämlich das Boot, hier den Loot kann man sich von oben schön angucken. Ja. Das sieht aus wie bei Fortnite, die Treppen. Ja, genau. Man hat einfach mal einen Überblick, ne? Ich finde das echt super. Ich finde, sowas braucht ein Boot. Ja, links von uns ist eine Insel. Ja, schon hinter uns, ne? Oh, jetzt wird's dunkel. Ei, ei, ei.
Ach, man kann auch Licht bauen, ne? So Fackeln und so. Das wäre auch nicht schlecht. Tisch, Teppich, Stuhl, Uhr, Laterne. Planke, Schrott. Tada. Guck mal, ich mach dir mal Licht. Oh, danke. Das ist schön. Schön, ne? Wir haben doch bestimmt noch Schrott, oder? Haben wir jetzt keinen Schrott mehr? Doch. In irgendeiner Kiste haben wir Schrott. Guck mal, in der zweiten. Ja, ich hab. So, jetzt sollten wir halbwegs durchleuchtet sein. Ja, sieht gut aus. So, Trockenziegel sind fertig. Yes. Schmelze. Guck mal, jetzt haben wir auch mehr Schmelzen. Da könnte man jetzt noch mal hier die hier Seetank. Zack, zack. Voll cool auch zu zweit, ne? Dann macht auch mal jemand anders was. Ich kenne das ja nur alleine, wenn man wirklich sich um alles alleine kümmern muss und so geht's halt auch so weiter, dann muss man sich um das eine oder andere gar nicht kümmern. Stimmt, wie Voll zum Beispiel geil. das Essen und Trinken und halt Ja. all das, das muss halt irgendwie auch alles aufgeteilt werden. Richtig. Guck mal, wie viele Planken. Schade, dass man immer nur so wenig Planken platzieren kann. Ich hätte gerne mal, dass die Schmiede mehr am Stück arbeitet. Verstehe ich. Ach ja. Wo kommen denn die drei Schmieden jetzt her? Jo, habe ich gebaut. Kletterpflanzenglibber aufnehmen. Soll ich Genau, das jetzt aufnehmen? da bin ich gerade dabei, das zu machen. Achso, okay. Gut, dann mache ich das jetzt hier mit rein. Hier war das fertige. Dann hatte ich hier. Nee, kommt das rein.
muss was essen. Warte mal, irgendwo, wir haben ja eine Essenskiste irgendwo, ne? Ja, die einzelne hier neben den zwei kleinen. Mal, geht richtig schnell jetzt. Planken platzieren. So, Soll ich die Jasmin. Blätter dann gleich schon umarbeiten? Guck mal hier bitte. Ich hab was für dich. Yay! Nice. Oh, jetzt kannst du mal die wieder mit Salzwasser füllen. Ja, kann ich machen. So war das nämlich. Man brauchte, glaube ich, zwei Flaschen immer, ne? Dass man eine hat, womit man Ach, alles gut. wieder auffüllen kann. Ah, jetzt schwimmen wir auf eine Insel zu. Ach so, was ich fragen wollte, soll ich die Palmblätter gleich in Seile umwandeln? Kannst du machen, habe ich auch schon gemacht. Dann tue ich dies. So. Und du weißt ganz genau, was gemeint ist. Klar. Ich habe mal wieder mein Loot losgeworden. Ich merk's. Oh mein Gott, mein Gott. Yes, das Floß sieht echt gut aus. Ups, voll gegen das Mikro gehauen. Ich hoffe, das hat jetzt nicht zu doll Nee, gerumst. laut war es nicht, aber man hat es gehört. So. Ah, okay. Antares, was tust du? Ah, wo habe ich denn den So. Schrott hingemacht? Schrotti, Schrott, Schrott. Schrotti, Schrott, Schrott. Wenn man später diese Kochstation hat, dann kann man auch über, also mehr Durst und Hunger da auf sich nehmen. Dann kriegt man ja noch so einen grünen Balken dazu, ne? Echt? Ich sage einfach ja und denke so, hä, was, was? So. Ach so, geht gar nicht. Ich höre euch schon wieder, ihr Viechers. Ja, Vogelscheuche müsste man bauen, ne? Gucke Was ich denn jetzt mit auch dem sofort. Topf? Verarbeitet Basisnahrung zu erstaunlichen Mahlzeiten. Aber nur der Topf, das ist ja nicht diese komplette Station, ne? Nee. Aber ich glaube, mit dem Topf können wir dann. Sag schon. Dass man den Topf in erforschen. Genau.
Ich will auch mal forschen. Hier, guck mal. Bienenstock, Sauerstoffflasche, Fernglas, Netzkanister. Ah, okay, das ist auch wichtig. Wiese, Heilsalbe, Honig. Rucksack, den hätte ich gern. Leder, Wolle. Ah, dafür braucht man Tiere. Ja, was macht denn der Stein in der Essenskiste? Jetzt bin ich verwirrt. Wie bitte? Ich habe gerade einen Stein in der Essenskiste gefunden. Oh. Wie der wohl da reingekommen ist? Das weiß ich auch nicht. Also ich kann mich nicht dran erinnern, zumindest. Okay. Da habe ich gedacht, das ist eine Kartoffel. Die ist schon ein bisschen älter, die Kartoffel. Eine verkohlte Kartoffel. Das dann. Jetzt machen wir nochmal einen Rundgang. Halten wir hier an. Eimer, nützlich beim Melken. Den habe ich noch nie verwendet. Tonschale, eine sehr gute Schale. Die braucht man nachher auch, ne? Wofür? Zum Essen rausschöpfen, glaube ich. Ach so, ja, stimmt. Stimmt. So, Grill haben wir. Topf fehlt uns noch. Zwei Metallbahnen. Glibber. Glibber haben wir. Ein Bolzen. Müssen wir bestimmt auch noch irgendwo haben. Bolzen. Ja, hier vorne. Guck mal, Antares. Ja, ja. Guck mal, hier die Kiste, ne? Ah. Da ist fertiges Zeug dran. Ne? Ah, cool. Ne? Ja. Hier, die da daneben, ist Plastik, aber auch gleichzeitig deine Loot-Kiste. Okay, gut. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Die Loot-Kiste ist? Ja. So. Das Erste, was man bei uns ja, macht. Guck, kannst du sehen, was ich hier hab? Kannst nicht sehen, ne? Nee, kann ich nicht sehen. Dann muss ich das hier jetzt bauen. Warte mal, wo kochst du denn immer? Hier, ne? Ja. Dann mache ich das hier hin. Guck mal, pass auf. Oh. Boom. Pass auf, ich will das Rezept. Ich will das Rezept. Okay, das hatte ich gerade vor. Ja. Und zack. Yay. Oh, eine Angel. Oh, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Eine Angel. Eine Angel bauen? Ja, wir brauchen eine Angel. Ja, kriegen wir hin, bestimmt. Angel. Die Angel ist das Einfachste, was wir machen können. 8 Seile? Okay, 7 Seile. Was? Bolzen und Schrott. Warte, ich baue sie dir. Seile haben wir ja auch genug. Ja, jetzt haben wir genug. Schrott. Ich suche Schrott. Ah, hier. Komisch, dass da eben so ein Balken war. Ach so, ein Seil noch. Irgendwo haben wir ganz viele Seile. Ja, hier die zweite. Ah. Da kommst du auch noch. Tada! Hier, bitteschön. Metallerz, ist das weg? Wo ist das? Hier, ich dropp dir. Mhm. Metallangel, die gute. Oh, die richtig gute. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich das. Wie ging das Angeln nochmal? Oh, ich habe einen Fisch. So, dann schauen wir mal weiter. Wir gucken jetzt mal hier ganz oben. Tonschale, ja, die brauchen wir natürlich auch jetzt. Ich weiß nicht, ob wir noch Ton haben. In irgendeiner Kiste war Ton. Also wir haben Trockenziegel.
Aber ich glaube, in einem von den kleinen Kisten war Ton. Oder? Kupfer, Stein, Schrott, Kupferbarren, Sand, Ton. Ups, jetzt habe ich 8 Stück gebaut. Oh, 8 Schalen hast du jetzt gebaut? Ja. So. Oh, okay, vielleicht braucht man die auch öfter, wahrscheinlich. So, dann würde ich sagen, brauchen wir hier bei dem Essen noch eine Kiste, ne? Ist ja auch doof, dann immer so weit zu laufen. Auf jeden Fall brauchen wir. So, ich habe eine Lagerkiste gebaut. Stellen wir hier nochmal eine hin. So. Als habe ich einen rohen Fisch gegessen, ich Nuss. Oh. Ja, kann man ja machen. Wie füge ich das dann jetzt hinzu? Rohe Makrele, genau. Kriegst du das hin? Moment, ich probiere das jetzt aus. So, eine Kartoffel und eine Rübe. Yes. So. Ach so. Platzieren und platzieren. So, beginn mit dem Kochen. Okay, Topf, Anbauflächen. Brutzelt. Sprinkler brauchen wir noch nicht. Vogelscheuche könnten wir noch eine machen. Ja, das wäre echt lieb. Zumindest bei dem großen Beet. Das kleine, das ist nicht so schlimm. Ja. Aber bei dem großen wäre das. Dieses hier? Ist das das große? Ja, ne? Ja, das hier ist das, wo du draufstehst, genau. So. Die Suppe ist fertig. Schon fertig? Ja, die Suppe ist fertig. Ja, dann nehme ich mir mal so eine Tonschale. Jo, ich würde mir auch eine Tonschale nehmen. Oh, habe ich jetzt alles? Überreste, sollte ich das wirklich trinken? Ich glaube, du hast es nicht gut gekocht. Oh. Ich probiere es mal. Ja, ging. War jetzt aber nicht so. Ich glaube, du hast was falsch gemacht. Vielleicht von einer Sorte, vielleicht. Ich habe von jeder Sorte eins reingemacht. Nee, also pass auf, das sind 2 Rezepte. Dann nimmst du 2 Kartoffeln und 2 Rüben oder 2 von den Fischen und 2 von den Fischen. Ah! Oh! Irgendwo ist ein Hai. Jo, ich habe ihn schon. Okay. Reparieren. Zack. Okay, wir probieren das jetzt nochmal aus. Also. 1, 1. 2 Kartoffeln und 2 Rüben zum Beispiel ist. Hab ich. Probieren das jetzt aus. In der Zwischenzeit sammle ich hier immer ganz kurz das Netz leer. So. Schmiede. So, gucken wir mal weiter. Topf, Sprinkler, Vogelscheuche, 2. Reiter. Forschungstisch haben wir. Betten. Weiß nicht, wofür die gut sind, ne? Lässt sich die Nacht durchschlafen und kann verwendet werden, um bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben. Das Wiederbeleben in einer Hängematte liefert noch mehr Gesundheit als ein einfaches Bett. Okay. Schmelze, Sammelnetz, Vogelnest. Haben wir schon Vogelneste? Nest her? Mhm. Dann verarbeite ich mal die Riesenmuscheln, würde ich sagen, ne? Ja, mach das ruhig. Wo haben wir die denn? In einer kleinen Kiste. 4 Stück. Okay, ich glaube, die Vögel, die wollen Ruhe, sonst fliegen die weg, ne? Richtig. Dann mache ich das mal hier oben. Kriege ich hier an das Dach so eine Gerade ran gebaut? Nein. Komm, das wird doch möglich sein. Ich probiere jetzt den Eintopf. Okay.
Gemüsesuppe. Yay. Das ist Holzboden. gut. Ich mach das nochmal für dich, ja? Yay. Erhöhter Boden. Muss ich hier jetzt den Holzboden dran bauen? Nee, geht gar nicht, ne? Kriege ich hier denn eine Fläche hin? Immer einen oben drauf ist auch doof, ne? Obwohl die Netze können eigentlich schon echt viel aufsammeln. Also ich bin jetzt eine ganze Zeit lang nicht unten gewesen und da sind mindestens 6 Sachen drin gewesen. In einem Feld. Okay. Dann machen wir es halt so. Oh, ich brauche noch Planken. Also du brauchst eine Schale, so eine Tonschale, um einmal eine Suppe zu trinken. Danach ist die Schale weg. Ja, siehst du. Dann lass mich doch mal. Guten Kann ich auch Appetit, gerade lass gut dich schmecken. gebrauchen. Pick-up, Gemüsesuppe. Ja, ich versuch's gleich mit Oh ja, Mammut die ist Fisch. gut. Ja, siehst du, da siehst du auch schon diesen leichten grünen Balken, ne? Also wenn ich jetzt noch ein Stück Haifleisch haben wir ja bestimmt auch noch. Guck hier. Esse. Ja, noch eins. Boah, dann geht's mir richtig gut. Guck mal, hier geht's richtig voran. Und nebenbei, das vergisst man ja, sammeln wir die ganze Zeit Zeugs ein, ne? Ja, also ja. Während wir hier was machen. So, Vogelnester sind gebaut. Dritter Reiter. Bauhammer, Haken, Schere. Haben wir noch keine, ne? Metallbarren. Haben wir keine mehr, ne? In der einen Kiste müssten da noch welche drin sein, oder? Ah, doch. Schere. Guck, dann haben wir schon mal eine Schere. Falls wir denn Tiere auseinandernehmen. Also Wolle schneiden, ne? Dann haben wir das schon mal da. Schaufel haben wir auch. Äxte. Seile haben wir ja, ne? Guck, wo sind die Seile? Hier. Nee. Wo waren die Seile? Ach, da. Guck mal, Metallaxt. Habe ich dir auch gleich noch eine gebaut? Oh, danke. Für die nächste Angelrute. Inseltour, sagst du? Ja. Insektennetz. Können wir ja auch einfach mal bauen. Ja, was wir haben, haben wir. Ja. So, Insektennetz. Ich habe zwar noch nie Insekten gesehen. Da kann man jetzt Insekten fangen, falls wir welche finden. Ups. Haben wir das Wir auch brauchen auf jeden da? Fall noch einen viel, viel größeren Platz, wenn wir dann die Wiese und für die Tiere und Ja, so. auf jeden Fall. So, Boah, ich krieg gleich Speer. einen Drehwurm. Ich renne dann dauernd von oben nach unten, von unten nach oben. Bogen. Willst du auch einen Bogen haben? Nee, Bogen ist bei mir ganz schlecht. Okay.
Steinpfeile oder Metallpfeile? Was, für Steinpfeile braucht man noch nicht mal Federn? Die Viecher, ne? Die Möwen, die gehen auf die Vogelscheuche drauf. Ja, die genau. Versuchen die zu zerstören. Ja. Okay. Da muss man dann ab und zu auch mal wieder eine neue bauen. Ne? Mhm. Aber dafür gehen sie nicht an die... Haben wir Steine? Ja. Haben wir. Einfach gucken. Ich hab, ja. Mir fehlen so ein paar Schilderchen zum Beschriften. Und ein bisschen angeordnete Kisten. So, jetzt habe ich schon mal Bogen und Pfeile. Das ist auch gut. So, gucken wir mal weiter. Netzwerfer, das ist das krasseste Ding. Ist halt sauteuer, aber das ist nachher zum Tiere fangen, ne? Baue ich auch schon mal ein. So. Dann haben wir Flossen zum besser tauchen. Das habe ich immer gemieden. Das Tauchen? Nee, die Flossen und die Trinkflasche. So, und jetzt haben wir hier Wimpel. Können wir mal einen Wimpel bauen? Ja, dass wir wissen, von wo die Richtung von wo dran genau. Das Ding kommt. Den mache ich mal hier mit hin. Segel, Anker. Wir wollten einen Anker bauen, stimmt. So, Seile. Planke, Scharnier. Wo waren die Planken? Hier. Stationärer Anker. Yay! Wo wollen wir den bauen? Du hast gesagt, wir wollten das Floß noch erweitern, ne? Ja. Wie hättest du es denn gern? Ja, da, wo ich den einen gesetzt habe, weil der eine stört mich. Also da eine ganze Reihe mehr? Ja, würde ich sagen, oder? Oder können zwei Reihen sogar? Können wir machen. Also für den Anker, sag ich mal so, müssen wir irgendwo einen weghauen. Weil der ist ja ziemlich groß, ne? Dann würde ich den in die Mitte setzen. Wo denn genau? Ja, so hier so zwischen. Hier an die Seite? Ja. Also, Mitte wäre ja hier, ne? Mittig. Nein, also ich meinte jetzt von der Breite her die Mitte. Hier irgendwo in der Reihe würde ich ihn setzen. Ja. Ja. Oder... Warte mal, für die Dinger braucht man ja... Plastik und Planken, ne? Planken. Zack. Und Plastik. Zack, zack, zack. So, machen wir erstmal die Reihe hier. Will ich was wissen? Yes. Kann man ja die Gemüsesuppe. Oh, man kann die sogar mit der Schale rausholen. Psst. Und in die Kiste legen. Finde ich voll cool. Oh, das ist cool. Dass man schon vorkochen kann und die dann da so reinlegen kann, das finde ich halt verdammt cool. Ja, ich hatte mir gedacht, ich baue hier jetzt so eine Holzreihe noch unter dieses Ding hier und mach da den Anker hin. Mhm. Ja? Mhm. Mach das. Okay. Oh, ich brauche mehr Plastik. Einfach so ein Fass neben mir. So, noch ein mehr.
Aber die Sammelnetze arbeiten richtig gut. Ja. Oh, ich verdurste. Hilfe. Geht. So, Anker. Zack, da haben wir den Anker. Und wenn wir jetzt noch Lust haben, könnten wir hier auch. Nochmal weiterbauen. Das Wasser ist ja schon leer. Ja, ich musste gerade. Ja, alles gut. So, was ist noch was drin? So. Ach komm, eine Reihe machen wir noch. Weil wir es können. Wie sieht es oben bei unseren Vögelchen aus? Ja, guck mal. Ist jetzt überhaupt nichts drin. Okay. Vielleicht sind die dann doch ein Stück zu hoch. Meinst du zu hoch? Ich Oder. glaube, ich vermute es, weil es liegt nichts, gar nichts, null. Ja, oder wir sind zu dicht dran noch, ne? Weil die brauchen ja Ruhe. Ah nee, das daran liegt das nicht. Nee? Also wir hatten auf einem kleinen Floß hatten wir ein Nest und warte, wo ist er hin? Da hinten. Nicht mit mir. Reparieren. Auf jeden Fall, wir durften halt nur nicht daneben, also auf die Züge rankommen oder so. Und das war halt auf der ersten, also so wie jetzt die Etage. Ja. Wir können es ja einfach nur mal ausprobieren. Ah, Metallspeer müsste ich mir mal wieder noch einen neuen bauen. Eigentlich könnte ich die trinken. Schluck Wasser hinterher. Planke, Noch ein Schluck Wasser hinterher. Seile, metallbaren Bolzen. Lass meine Vogelscheuche in Ruhe. Zisch ab. Nägel, Scharnier. Wie macht man metallbaren? Bolzen, metallbaren. Oh, haben wir noch? Boah, das kann ich dir jetzt gerade echt nicht sagen. Ich weiß, dass ich meine Kiste, mein Inventar mal leer machen muss. Ich glaube, wir haben keinen Metallbarren mehr, ne? Kann ich dir gerade nicht sagen. Ja. Ich glaube, ich habe überall reingeguckt. Also bei mir hier in der Kiste ist gerade nichts. Dann wird es langsam Zeit, weil eigentlich wollte ich mir noch einen Speer bauen, dass ich gerüstet bin für die Inseln, ne? Ja. Aber kann ich gerade nicht. Oh. Dann wird es echt Zeit, dass wir langsam mal an Land gehen. Ja, dann baue ich mir einen Holzspeer. Zur Not tut's der auch, ne? So. Ja, wird Zeit, dass wir jetzt bald mal wieder an Land kommen. Planken platzieren. Zack, 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 zack. So. So, dann könnte man noch mal die Schmieden befüllen. Wo haben wir das Schmiedenzeugs?
Ups, ich habe mich hingelegt. Bist du müde? Hier ist Kupfer. Guck mal, Kupfer packen wir mal in die Kiste. Ton, Sand. Obwohl, brauchen wir eigentlich noch Glas? Also jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, wofür man noch Glas braucht, außer für den, für das Wasserding, ne? Oh Gott. Was hast du denn? Ich habe das Segel hochgemacht. Da kommt eine Insel. Warte. Oder wollen wir die nächste Insel nehmen, weil ich würde sonst jetzt nochmal eine Pause machen. Achso, können wir auch. Dann machen wir das Segel wieder gerade. Achso. Ja, du kannst auch auf die Insel, wenn du möchtest. Also, oder ich weiß ja nicht, ob du auch eine Pause machen möchtest. Nö. Also, wenn du willst, kannst du, wir haben ja den Anker und alles, dann kannst du ruhig auf die Insel gehen. Okay. Dann ziehe ich das Segel noch ein Stückchen rum, dass wir da auch wirklich hinkommen. Ja. So. Ich hab recht. Gut.